Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute einen neuen Darkseid frisch auf den Markt gekommen. Darkseid Dark Supra haben wir hier. Das Ganze ist Jasmin und Grüntee. Jo, das checken wir heute auf jeden Fall mal aus. Ganz kurze Info noch, die Videosequenz quasi oder die Kulisse bleibt jetzt erstmal so. Dort drüben gehe ich nicht mehr hin, da sieht es mittlerweile aus. Ich müsste jedes Mal alles umräumen und das wird nicht mehr funktionieren. Da müsst ihr euch noch so 3-4 Wochen mit dieser Perspektive jetzt hier vergnügen, Freunde. Und dann habe ich einen eigenen Videoraum, eigenen Streamingzimmer. Und dann können wir wieder richtig loslegen, geile Videos hier zu ballern, aber das ist jetzt für mich einfach hier am besten in dem Umzug quasi von hier aus die Videos zu machen, weil ich hier einfach alles habe. Und ja, wir haben auch noch ein geiles Geschenk von Darkseid bekommen, das zeige ich euch dann gleich, weil ich habe mir oben noch einen Jasmin-Grüntee angesetzt. Ich packe das Ganze jetzt aus, baue mir ein Köpfchen und danach kommen wir mal zu dem, wie riecht Jasmin und Grüntee, wie schmeckt das Ganze. Ich bin ganz schön nicht so geil drauf, das Ganze pur zu rauchen, aber man muss mal was Neues testen. Also, bis gleich. Okay, Freunde, Köpfchen ist gebaut. Ich habe das ganze Moonfunnel jetzt mal gebaut. Einfach reingeklatscht, nicht zu viel Kontakt. Also, klar ist schon Kontakt, aber einfach ganz geschmeidig reingeballert. Und vielleicht hat man es schon gesehen. Ich habe euch ja gesagt, wir fangen mal hier an. Ich habe euch ja gesagt, wir haben was von Darkseid bekommen mit Grüntee. Und zwar haben wir so eine geile, ich weiß nicht, ob das eine japanische ist. Bruder, wenn jetzt hier was ausläuft, ne, dann geht alles auf meine Tastatur. Wir haben hier so eine geile japanische Teekanne bekommen. Übel geil mit Siebeinsatz. Und da drin ist auch dieser Jasmin-Tee. Dieser Jasmin-Grüntee, den habe ich mir angesetzt, ganz kurz ziehen lassen. Also wirklich ganz, ganz kurz bisschen Zucker rein. Und man schmeckt auf jeden Fall den Grüntee raus. Also ich mag an sich Grüntee. Aber ich weiß nicht, diese Unternote, ob das Jasmin ist. Wenn das wirklich Jasmin ist und Jasmin so schmeckt, dann schmeckt mir Jasmin nicht unbedingt. Weil Grüntee und dann ist noch so ein, wie so ein Nudelwasser Unterton. Hat auf jeden Fall noch einen Unterton, der mir nicht unbedingt so geil zusagt. Aber einen Grüntee mit Zucker geht auf jeden Fall klar. So, jetzt kommen wir mal zum Geruch. Wir haben Jasmin und Grüntee. Und hier muss ich sagen, ich hatte wieder Angst. Ich bin ehrlich, ich hatte Angst. Und als ich die Packung aufgemacht hatte, war ich sehr positiv überrascht, weil das Ganze riecht erstmal eher ins Süßliche gehend. Du hast eine gute Grundnote von dem Grundtabak und von einem Grundgrüntee, möchte ich mal sagen. Sehr, sehr weird heute. Und noch eine sehr süßliche Note. Könnte ich mir vorstellen, dass das diese Jasmin-Note sein soll? Ansonsten ist da noch so ein bisschen was floral-erdiges bisschen dabei. Also wirklich eine Sorte, die es in sich haben kann. Entweder ist der übel nice oder er ist überhaupt nichts für mich. Falls ihr den geraucht habt, schon probiert habt oder euch nach dem Video geholt habt, schreibt mir bitte, 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 bitte in die Kommentare, was schmeckt ihr raus, gebt mir irgendwas. Das ist sehr, sehr schwierig. Süßlich, erdig, teeig, ja, sehr schwierig. Riecht aber jetzt nicht komplett, dass ich sagen würde, alles klar, Bruder, den kannst du alleine rauchen, ich nehme mir lieber Alvaha Pharma. Ist in Ordnung, bisschen weird, ein bisschen komisch, aber auch sehr, sehr interessant. Ich warte jetzt noch auf Kohle und dann sehen wir uns gleich beim Rauchen. So, ich würde sagen, Köpfchen ist definitiv an. Ich nehme mal ganz, ganz schnell ein kleines Schlückchen von meinem schönen Tee. Also, bisschen Zucker drin, da passt es auf jeden Fall. Ich kann euch sagen, ihr habt ja Kopfbau gesehen und ich habe schon ein paar Züge genommen. Sehr, sehr weird. Ich habe sowas noch nie geraucht. Ich weiß auch nicht, ob ich es geil finden soll oder ob ich den Kopf gleich ausmache. Es ist ganz komisch, aber ich will halt auch nochmal ziehen. Es sind Geschmäcker, das hatte ich so noch nie gehabt. Wirklich, das habe ich noch nie in meinem Leben geraucht. Ansatzweise irgendwie sowas. Gut, ich habe auch noch nie, glaube ich, Jasmin geraucht oder Grüntee. Sehr, sehr komisch. Also wenn dieser Jasmin-Ton dieser eine Ton ist, der hier immer mitschwingt, dann, Alter, ich weiß nicht, ob es geil ist oder nicht geil. Also, was kann ich euch sagen? Ihr habt einen jasminig, leicht blumigen
Unterton, was, ich würde nicht sagen würziges, aber so ein bisschen was Erdiges, was vom Grundtabak. Ist auf gar keinen Fall das, was ich in letzter Zeit sonst so rauche. Fruchtig, minzig, auch gerne was Blumiges geht auch, ja. Aber das ist sehr, sehr komisch. Das ist für mich fast unbeschreiblich. Wir hatten gestern, beziehungsweise am Donnerstag im Stream, das Video kommt ja erst Sonntag, da hat der ein oder andere das schon geraucht. Und da habe ich auch Kommentare gelesen. Ich kann es nicht beschreiben. Irgendwie ist es, irgendwie hat's was, aber irgendwie auch nicht. Also ich würde jetzt liebend gerne mal den Schlauch rumreichen und sagen, ey, sagt mir was dazu. Weil das ist einer der schwierigsten zu beschreibenden Flavor, finde ich. Ich werde auf jeden Fall nach dem Sonntag-Video, vielleicht gucken wir nächste Woche Dienstag im Livestream mal rein, andere Leute, die den vielleicht vorgestellt haben, was die dazu sagen. Weil von der Beschreibung her ist es wirklich das Weirdeste, was ich jemals euch sagen kann und auch nicht sagen kann. Also 20,99 für mal probieren ist sehr, sehr schwierig. Ich kann mir zu 100% vorstellen, dass es Leute gibt, die den absolut heftigst feiern werden, weil es einfach eine Note hat, die ich so noch nie gerochen habe, geraucht habe und geschmeckt habe. Ich brauche euch in den Kommentaren hier, weil ich kann euch nicht viel zu sagen, außer das, was ich irgendwie beschreiben kann. Du hast was leicht Süßliches, was leicht Erdiges, Grundtabak schmeckst du raus und so eine leichte Grünteenote, minimal bitter. Ey, krank. Krank. Und es tut mir so ein bisschen leid fürs Video, dass ich euch hier nicht mehr dazu sagen kann, wie das schmeckt. Man muss das probiert haben. Ich hoffe, David stellt den vielleicht auch vor oder mal im Stream oder so. Da bin ich auf jeden Fall auf seine Meinung gespannt, was er zu dem Ding sagt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass David das eher gefällt als mir. Aber es ist auch nicht eklig, sodass ich sage, ja, nee, ein Zug und dann nie wieder. Du hast das Verlangen nochmal zu ziehen, um doch vielleicht nochmal was rauszuschmecken, was man besser beschreiben kann. Ich könnte mir definitiv vorstellen, dass du den geil mischen kannst. 30% den Dark Supra rein, vielleicht noch Falling Star und ein bisschen Minze mit rein. Das könnte eine sehr, sehr leckere Mische werden, weil hier auch was Blumiges mitschwingt. Aber wie gesagt, das ist ultra schwer zu beschreiben. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick euch irgendwie geben, dass ihr sagt, okay, ich probiere den mal. Oder ey, Bruder, von der Beschreibung her ist es genau meins. Ich sehe das Ganze persönlich als sehr, 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 sehr gutes Mischding. 20, vielleicht 30% mit rein und dann in die fruchtig-minzige Richtung, weil das Ding bringt irgendwas mit, was dich so ein bisschen erstaunen lässt. Aber mehr kann ich euch leider nicht dazu sagen, weil das ein extrem, auf der einen Art leckerer, auf der anderen Art schwieriger Flavor ist. Ja, ansonsten, wer das Geld hat, wer es ausgeben möchte, wer es probieren möchte, checkt es ab. Darkside bleibt laut meinen Informationen auch bei 20,99 in Zukunft. Also Darkside erhöht auch nicht die Preise. Von daher kann man da beruhigt rangehen. Also da wird es nicht Road to 30 Euro gehen. Ja, schreibt in die Kommentare. Lasst mich was wissen, lasst mich was hören, was sehen, was lesen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns am Dienstag im Livestream oder nächste Woche Donnerstag zum nächsten Video. Haut rein, euer Schmiddi. Peace.